Kriminalpolizei im Siebener. Ist das ein Shelby? Ich glaube, das darf ich nicht auf YouTube zeigen. Hallihallo YouTube, willkommen zurück auf diesem Kanal. Wie geht es euch? Ich hoffe, euch geht es gut. Mir geht es sehr, sehr gut. Was machen wir heute Lustiges? Wir fahren heute mal wieder durch die Stadt und haben viel Spaß beim Motorradfahren, so wie es sich gehört. Im Übrigen habe ich erfahren, ein Auto zu kaufen ist doch schwieriger als gedacht. Ich habe jetzt letztens ein Angebot bekommen für einen echt guten Fünfer, auf den ersten Blick natürlich nur, wo ich echt hart am Überlegen war, ob ich mir den holen soll. Dann habe ich meinen Mechaniker angeschrieben, ihm die Sachlage erklärt, was für ein Auto mir angeboten wird. Seine Antwort direkt war, du wirst damit nicht glücklich, tu es nicht. Spar dir einen Haufen Kopfschmerzen und kauf dieses Auto nicht, weil ultra viele Sachen da anstehen und wenn er die nicht gemacht hat, dann zahle ich einfach das Dreifache vom Preis nur an Ersatzteilen. Und es wäre eher nicht so geil, würde ich behaupten. Und was ich auch gestern Abend gelesen habe, ich habe nur davon gehört und gestern habe ich es mit eigenen Augen gesehen, ein GTE zu leasen. Bruder, die Dinger werden dir ja hinterhergeschmissen. So billig sind die. Also als Fahranfänger kriegst du den für 70 Euro im Monat. Du kriegst ein Auto, was 40.000 Euro wert ist, für 70 Euro im Monat. Bro, da muss ich los. Aber das Problem halt an Leasing ist, es ist Leasing. Ich will nicht für etwas zahlen, was ich dann am Ende nicht hab. Und vor allem nicht so viel wie ich. Okay, was heißt viel? Ich glaube, Angebote fangen so ab 150 Euro an für normale Privatpersonen. Natürlich überall außer in München. In München kostet es einfach mal 300. Das ist halt der Preis, den du dafür zahlst, dass du in München leben darfst. Aber 150 Euro, wenn man das irgendwie hochrechnet. Ich habe da ewig viel rumgerechnet. Es sind knapp 10 Euro pro Tag, die ich zahlen muss. Aufs ganze Jahr gerechnet für alles. Und 10 Euro am Tag für ein Auto, was ich halt eigentlich nur im Winter und an schlechten Tagen brauche, das bin ich irgendwie nicht bereit zu zahlen. Und vor allem nicht, wenn ich es nach 2 Jahren wieder abgeben darf und nichts am Ende übrig bleibt. Von daher geht die ewige Suche nach einem passenden Auto weiter. Mal schauen, ob ich es diesen Winter noch schaffe, ein Auto zu besorgen. Vor allem das Beste war, der Typ war halt voll bereit, ihn mir zu verkaufen. Bis ich ihm geschrieben habe, kann ich das Auto während der Probefahrt zu meinem Mechaniker mitnehmen, dass er sich anschaut. Bro, seitdem einfach keine Antwort mehr. Alles klar, Digga. Davor noch voll aktiv geschrieben. Dann schreibe ich ihn an, dass ich es gern zum Mechaniker mitnehmen würde. Damit ist das Gespräch dann auch geendet. Also war vielleicht doch irgendwo besser, dass ich den nicht gekauft habe. Kriminalpolizei im Siebener. Warum haben die eigentlich einen Siebener BMW? Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass die Polizei nicht unbedingt einen Siebener BMW braucht. Oh, Amana. Zickzack. Ich komme hier gar nicht nach links. Hat er den gleichen Auspuff wie ich? Es sieht meinem verdammt ähnlich, auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, sein Carbon-Ding hinten ist ein bisschen dicker, oder? Heide. Ja, okay, vom Sound her würde das halt echt hinkommen. Oh nein, der hübsche Touareg ist weg. Oh nein, wieso bist du weg, Touareg? Yo, ist das ein Shelby? Ich glaube schon, oder? Fettes Ding, Mann. Vorne ist die Polizei. Gibt sogar den Blinker. Der Polizist übrigens in diesem ja, Transporter hat mich brutal angeschaut, als ich hinter ihm stand. Also Junge, er hat mir ja komplett abgecheckt. Ich dachte mir auch schon so, ist gut möglich, wenn ich jetzt rechts abbiege, dass es gleich kommt, Polizei bitte folgen. Hätte ich Bock drauf gehabt, eher weniger, aber was soll's. Alles fürs Video, ne, hätte ich wieder Clickbait betreiben können. Jo. Ah, sein Dach geht wahrscheinlich nicht zu. Oh mein Gott, ist das ätzend. Ich glaube, das darf ich nicht auf YouTube zeigen. Da komme ich nicht durch, außer ich klappe meinen Spiegel ein. Darauf habe ich keinen Bock. Ah, Mann, zickzack, EOS, fahr doch weiter rechts, Mann. Ja, ich will einfach nur vorbei. Nicht mehr, nicht weniger. Ich bin ganz schnell weg, wenn ich einmal vorbei bin, okay? Kennt ihr das? Die Leute, die einfach nicht gönnen. So einfach gar nicht. Sind wir im Fernsehen? Oh, es ist so dumm. Um jetzt nochmal kurz auf den Typen da im Stau zu sprechen zu kommen. Ich kenne mich nicht genau aus, wie die Rechtslage ist mit den Filtern. Ich glaube, es ist nicht erlaubt. Es wird geduldet. Das heißt so viel wie, ja,
Wenn jemand sagt, ich lasse dich nicht rein, dann ist der Typ vollkommen im Recht, dass er mich nicht reinlässt. Es ist der absolut unnötigste Sch*** den du machen kannst als Fahrer, mich nicht reinzulassen. Ja, weil am Ende bin ich immer vor dir. Wenn ich will, fahre ich auf dem Gehweg und überhole dich von da und fertig. Von daher, liebe Autofahrer, wenn ihr das seht, es wäre extrem korrekt, wenn ihr zur Seite fahrt, um Platz zu machen. Das müsst ihr aber nicht. Das erwarte ich auch von niemandem, dass ich im Stau überall durchkommen muss. Müsst ihr nicht machen. Ihr könnt von mir aus Seite an Seite stehen, dass man nicht mal zu Fuß mehr durchkommt. Wenn euch das taugt, bitteschön. Was mich aber abfuckt, ist, wenn ich schon so zwischen Auto stehe und ich war ganz klar vorne rechts vor ihm am Kotflügel. Das heißt, ich hatte den Plan, mich vor ihm einzuordnen. Und wenn er dann Gas gibt, damit ich nicht reinkomme und dann den Typ noch so dicht aufgefahren ist, wie man es gesehen hat. Auf der Cam wahrscheinlich nicht, weil die einen Ultraweitwinkel hat. Ich kann euch nur sagen, auch wenn es nicht weit aussah auf der Cam, es war brutal nah. Hallo, kannst du auch fahren? Es ist brutal nah meistens. Einfach durch diesen Weitwinkel sieht alles weit entfernt aus. Also Pi mal Daumen, kurz zusammengefasst. Ich weiß nicht, wo ich stehen geblieben bin. Von daher, kurz zusammengefasst, seid keine Straßenverkehr. Wenn ich schon vorne bei dir im Kotflügel bin, dann lass mich einfach kurz rein. Ja, ich weiß, dass du brutal bist, dass ich nicht im Stau stehen musst, du aber schon. Das ändert aber nichts an der Tatsache. Auch wenn du, wie dieser Mann dort, mir nicht die Vorfahrt gibst, dass ich vorkomme, es ist von der nächsten Ampel überhole ich dich und fertig. Und was hat das gebracht? Richtig, gar nichts. Außer ein bisschen Gefahr für mich und dass er mich ab und dass er vielleicht befriedigt war und sich dachte, jawohl, Digga, jawohl. Ich hab's geschafft, ich hab's ihm richtig gegeben, dass er wegen mir 3 Sekunden warten musste. Ja, damit können wir eigentlich das Video beenden, oder? Jetzt fahren wir eher auf den Ring drauf, da passiert nicht mehr viel Besonderes. Ich dachte auch eigentlich nicht, dass ich so viel reden werde in dem Part. Ich habe mir bis gerade eben gedacht, ja, wird wohl nur kurz das Update gewesen sein, wie es mit dem Auto aussieht. Ja, jetzt am Ende ist doch was passiert. Naja, YouTube, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und abonniert den Kanal. Es würde mich freuen und euch schadet es nicht. Ich spamme auch nicht so viele Videos. Ich mache nur 3 Videos die Woche. Was sich auch vielleicht ändern wird. Aber ich denke, diese Saison ziehe ich das noch durch mit 3 Videos die Woche. Und dann endet ja die Saison. Dann haben wir erst eine kleine Winterpause. Und schauen wir mal, wie es im nächsten Jahr weitergeht. Aber hey, das ist ein Thema für ein anderes Video. Also, Jungs, Mädels und alles dazwischen. Bleibt mir gesund. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Yalla.